Muss auch noch ein paar Cent wäre vielleicht. Ist da das da heute gesehen? Hier ist er. Das ist jetzt die Rohfassung hier. Wie? Die Rohfassung. Ja. Dann gibst du mir mal die fertige Decke hier. Und da habe ich mir auch gebaut hier einen dicken Messgerät. Das setzt du hier drauf, drückst das zusammen und hier oben auf der Skala kannst du ablesen, wie dick das ist. Das wird hier zum Rand zu dünner und in der Mitte stärker, da kommst du bis in die Mitte rein hier. Das ist praktisch. Ist auch, wenn ich hier jetzt von der Mitte aus nach außen gehe, musst du mal die Skala beobachten. Na, sieht man jetzt nicht so, siehst du, jetzt wird es stärker, dann wird es dünner, siehst du. Ja. Dann weiß man, wie viel man noch wegkurbeln muss. Ja, zum Ausarbeiten müsst ihr genau machen. Das muss hier, gibt es Linien. Auf so einer Decke gibt es Linien, gedachte Linien, die an allen Stellen gleiche Dicke haben müssen. Und das nimmt nach der Mitte zu. In der Mitte hier auf 4,5 bis 5 mm, je nach Holz. Und an Rändern 2 mm, 2,5 mm, wie gesagt, je nachdem, was das für Holz ist. Und die Einkerbung hier? Die hier? Die hier, das ist jetzt hier... Ach, das wird mit dem Messer reingeschnitten. Die Kerben, die schneidest du mit dem Messer.